Welcome. I'm Isabella from the sales team at Kudu. It's my pleasure to interview a special guest today. I'm not going to tell you who she is. She will introduce herself in a minute. But before we go there, we will do it in German to add our flavor to it. English closed captions are also provided, so you can also follow the conversation in this language. We thank the interpreter, and we want to hear from our guest who could be making money interpreting for a hotshot, but instead joining us here today. Thank you. Hi, welcome, Antje. Hallo, Antje. Schön, dich da zu haben. Hallo. Sehr gut. Antje, kannst du uns ein wenig mehr über dich erzählen? Wer bist du? Ich bin in Ostdeutschland geboren, in der DDR, dort aufgewachsen. Nach dem Studium habe ich die nächste Hälfte meines Lebens in Großbritannien verbracht und bin jetzt seit ein paar Jahren in Frankreich, also EU-Bürgerin durch und durch. Sehr interessant, sehr interessant. Wie lange bist du schon als Dolmetscherin tätig? Wie lange hast du den Beruf schon ausgeübt? Ich bin jetzt in etwa 30 Jahre Dolmetscherin, 29 vielleicht, ja, insgesamt. Lange Zeit. Ja. Lange Zeit. In der Zeit hast du bestimmt auch ganz inspirierende, verrückte oder lustige Erfahrungen gesammelt. Was war die lustigste oder die inspirierendste Erfahrung für dich? Das ist eine schwierige Frage, denn letzten Endes sind alle Aufträge auf ihre eigene Art einzigartig. Und das Schöne ist, dass, wie gesagt, alle anders sind. Aber eine Sache, die mir dabei eingefallen ist, ist ein Mittagessen. Das war ein Auftrag für die Friedrich-Ebert-Stiftung in London. Zu Gast war Herr Sommer, damals DGB-Chef. Und ja, der Tag hatte mehrere Ereignisse und Gespräche vorgesehen, aber es fing an mit einem Mittagessen in der Residenz des deutschen Botschafters in London. Und ich habe extra wenig zum Frühstück gegessen, weil ich gedacht hatte, das Mittagessen ist da, Abendessen ist dabei, da brauche ich nicht so viel. Und dann saß ich dort an der schönen, reich gedeckten Tafel als Dolmetscherin und es ging hin und her und die Vorspeise kam und ging wieder und das Hauptgericht kam und ging wieder. Und als dann der Nachtisch kam, da hat der Botschafter netterweise gesagt, dass er kurz die Dolmetscharbeit übernimmt, damit ich wenigstens den Nachtisch essen kann. Ja. Das fand ich sehr nett. Und es birgt auch eine gute Lehre mit sich. Es ist gut, wenn die Dolmetscher sichtbar sind für die Kunden, weil dann vieles, was Dolmetscher so an Problemen haben oder was sie brauchen, da erklärt sich dann, warum das nötig ist. Ja, absolut, absolut. Ja, also ich finde auch, wir sind immer so dran gewöhnt, natürlich die Dolmetscher bei uns zu haben, aber man muss natürlich ganz klar auch die Arbeit wertschätzen, weil es ist ein unglaublich umfangreicher und anstrengender Job und das kann ich absolut verstehen. Genau, du bist ja schon eine Weile bei Kudu, du arbeitest schon eine Weile für Kudu, du bist ein Kudu-zertifizierter Dolmetscher, du bist auch Marketplace registriert, im Kudu Marketplace, wo all unsere Dolmetscher sozusagen im Pool verfügbar sind zur Buchung. Wie ist deine Erfahrung bisher mit Kudu? Meine Erfahrung mit dem Marketplace ist eigentlich bis jetzt eine sehr gute gewesen. Das Wichtigste, würde ich mal sagen, ist der Arbeitsaufwand an Admin und allem Möglichen, der sich ungeheuer verringert für die Dolmetscher. Denn man bekommt einen Text als eine Textbenachrichtigung oder eine E-Mail geschickt, wenn ein Auftrag verfügbar ist. Man geht rein, man akzeptiert das. Und dann hat man alle Angaben über die Veranstaltung dort verfügbar, inklusive der Zeit, ohne umrechnen zu müssen in die eigene Zeitzone. Das ist alles super praktisch. Das Material ist alles schön geordnet da. Man muss nicht hinterher all die E-Mails zusammensuchen, die mit irgendeinem spezifischen Job zu tun hatten, um alles dabei zu haben. Und was ich persönlich am allerbesten finde, ist die Bezahlung. Auf Kudu Marketplace werden die Aufträge sofort entgolten und das Geld ist sofort da, effektiv. Das habe ich sonst bei keinem anderen Kunden. Und ich mache das inzwischen so, dass ich das einmal im Monat alles zusammen überweise auf mein eigenes Konto und dann habe ich keinen Ärger. Also es macht das Arbeiten viel leichter, das Drumherum, also
Das Dolmetschen schon, genau. Das bleibt dasselbe, aber alles, was sonst mit dranhängt, das wird einem sehr erleichtert. Sehr gut. Schön zu hören. Kudo Marketplace gibt es ja auch noch nicht so lange, aber auf jeden Fall schon mal sehr gut, die Erfahrung von dir auch zu hören. Welchen Tipp hast du denn für Dolmetscher da draußen, die noch keine Erfahrung mit Remote, simultaner Dolmetschung haben? Ich würde den Kollegen und Kolleginnen empfehlen, sich das eindeutig anzusehen, denn wenn es vorher mit alleine Präsenzveranstaltungen schon manchmal gar nicht so viel Arbeit gab, dann wird das, wenn man sich nur darauf konzentriert, sicherlich nur noch weniger werden. Denn meiner Meinung nach, kann sich als falsch erweisen, aber meiner Meinung nach wird es bei Hybridveranstaltungen auch so sein, dass eher die Delegierten anwesend sind und die Dolmetscher trotzdem remote arbeiten. Das heißt nicht unbedingt, dass wir alle immer mit dabei sind und mit untergebracht werden, mit Flügen und allem, was dranhängt. Also ich würde sagen, keine Scheu vor der Technik, das ist alles machbar. Wer eine harte Konsole in der Kabine bedienen kann, der kann sich auch so eine Online-Konsole angewöhnen. Also ja, ich würde sagen, man sollte keine Berührungsängste haben. Und je mehr Instrumente man spielen kann in dem Sinne, umso größer sind die Chancen, dass man gut zu tun hat. Sehr gut. Ja, finde ich auch richtig. Danke dir. Ich meine, ich hatte ja schon öfter mal die Gelegenheit, mit dir zu arbeiten, Antje. Ich weiß dich sehr zu schätzen als Kollegin, weiß natürlich, was für eine gute Arbeit du leistest. Für all diejenigen, die da draußen sind gerade und sich denken, wow, das ist interessant. Wie kann ein Dolmetscher oder ein noch nicht Dolmetscher Kontakt mit dir aufnehmen? Ah, mit mir. Also das ist ganz einfach. Ich bin auf LinkedIn zu erreichen, zunächst einmal unter meinem Namen, Antje Bormann. Ich habe auch eine Website, an der ich eigentlich noch ein bisschen arbeiten müsste, aber das ist equivalentcommunication.com. Mhm. Ja, und darüber müsste das eigentlich ausreichen erstmal. Ich bin auch auf Twitter zu finden. Aber da müsste ich jetzt gerade mal überlegen. Your Other Voice ist mein Twitter-Handle dort. Sehr schön. Guter Name. Dann sehr cool. Ja gut, dann auf jeden Fall, wir sind schon durch. Ich freue mich riesig, dass ich die Gelegenheit hatte, dich heute zu interviewen und freue mich natürlich, dich auch nochmal live zu sehen. Normalerweise sehe ich dich oder höre ich dich ja immer nur hinter den Kulissen. Und möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag, Antje, und ich freue mich, dass du heute hier gewesen bist. Danke. Ich danke auch. Schönen Tag zurück.